Die Leute glauben, man kann das Schicksal nicht beeinflussen. Ich sage ihnen, man kann es. Das ist meine Geschichte. Am 8. August 1967 reiste der Uhrmacher Gottlieb Dobisch aus dem Schwarzwald nach Norddeutschland, um eine Kuckucksuhr auszuliefern. Zum selben Zeitpunkt hängte meine spätere Schwiegermutter Leonore gerade Wäsche auf. Gottlieb und Leonore heirateten am 29. September 1967 in der Johanneskirche von Ottersbeck. Ein halbes Jahr später nahm die erste Kuckucksuhrenfabrik außerhalb vom Schwarzwald ihren Betrieb auf. Am Anfang wurde Gottlieb belächelt. Doch Pünktlichkeit, Präzision und Perfektion führten zum Erfolg. Gottlieb baute Uhren, Leonore kümmerte sich um den Rest. Das Geschäft blühte und zum Dank schenkte Gottlieb seiner neuen Heimat die größte Kuckucksuhr Deutschlands. Und Leonore schenkte Gottlieb zwei Söhne, Anton und Lothar. Anton habe ich geheiratet. In Ottersbeck war Gottlieb ein geachteter Mann. Was ihm jedoch verwehrt blieb, war die Mitgliedschaft im Verband der Schwarzwälder Kuckucksuhrenhersteller. Er durfte seine Uhr nicht mit dem Siegel Original Schwarzwälder Kuckucksuhr krönen. Jedes Jahr beantragte er die Aufnahme in den Verband. Gottlieb Dobisch starb am 6. Oktober 1988. Leonore schwor, alles dafür zu tun, dass Gottlieb die Anerkennung aus dem Schwarzwald nachträglich zuteil würde. Die ganze Familie half ihr. Ich auch. Und dabei merkten wir gar nicht, wie freudlos unser Leben geworden war. Morgen, Leonore. Abweichungswert 0,861, Wartung und Reparatur 8, Fertigung 123. Guten Morgen, Katrinchen. Ja, Dobisch. Frau Dobisch, ich bin der neu gewählte Vorsitzende vom Verband der Schwarzwalduhrenhersteller. Mein Name ist Manfred Vögel. Wir werden mit einer... Frau Dobisch. Hier. Dobisch? Anton, Leonore hat wieder Probleme mit dem Herz. Ich habe den Notarzt gerufen. Sag ihm nur Bescheid. Du weißt doch, wie Mama mit Ärzten ist, die sie nicht kennt. Lothar, hast du Tomaten auf den Ohren? Ingo sagt ihnen, dass ich kerngesund bin. Leonore, es gibt einen Verdacht auf Herzinfarkt. Papalapap, das ist der Kreislauf, der verrückt spielt. Sag das mal dem Notarzt. Ja, zum Kuckuck, du bist mein Hausarzt. Oh,
um 17 Uhr ist Familienkonferenz. Ja, Katrin, dich will ich um 16.30 Uhr schon sehen. Ingo, bitte hol mich um 16 Uhr aus der Klinik ab. Okay? Ja. So ein Dicker. Das habe ich gehört. Eine Delegation aus dem Schwarzwald will uns in 3 Wochen besuchen, um über unsere Aufnahme in den Verband zu entscheiden. Mein lieber Gottlieb, all die Jahre haben wir nur Absagen gekriegt. Und heute Morgen hat mich zum ersten Mal der Vorsitzende persönlich angerufen. Ich will, dass dieser Empfang in einem festlichen Rahmen stattfindet. Und nichts, aber absolut gar nichts darf an diesem Tag schiefgehen. Bitte, Katrin. 13 Uhr. Ankunft der Delegation und Begrüßung. 13.15 Uhr. Führung durch die Produktionshalle. 13.30 Uhr. Demonstration der Präzision unserer Kuckucksuhren. Für 5 Sekunden. Bis zum Fest kriege ich das auf unter 0,8 hin. Du bist wie Papa. 13.45 Uhr, Verköstigung bis 14.30 Uhr. Ja, was wollen wir denn servieren? Schwarzwälder Schinken mit Schwarzbrot und Sauerkraut. Ich bin für Fisch. Aber Schwarzwälder Schinken fühlen Sie sich gleich wie zu Hause. Ich bin dafür, dass wir norddeutsche Küche servieren. Ja, die Seligers machen einen hervorragenden Kramsalat. Und zum Abschluss belgische Schokolade. Nein, keine Schokolade. Ich hasse das braune Zeug. 14.45 Uhr, Präsentation der Rathausuhr. Ja. Ich will, dass das ein Stadtfest wird, wie bei der Einweihung vor 31 Jahren. Da kommt der Posaunenchor hin und da sitzt der Gemeinderat. Dort machen wir einen Verkaufsstand für die Kuckucksuhren. Hinter uns ist die Tribüne. Und dann muss der Abschluss eine Rede sein. Eine Rede, die die Delegation endgültig davon überzeugt, dass wir die Aufnahme verdient haben. Für die Rede brauchen wir ein Mikrofon. Ja, ja, und da müssten die Boxen hin. Da, da und da, damit auch alle die Rede gut verstehen können. Natürlich muss man die Rede gut verstehen. Von der Rede hängt alles ab. Und du, du wirst die Rede halten, Katrin. So, wir können fahren. Wieso Katrin? Anton, du sorgst dafür, dass wir unter 0,8 Sekunden kommen. Selbstverständlich. Lothar, du machst mir eine Aufstellung von den Kosten. Selbstverständlich. Und Katrin, ich möchte mit dir den Inhalt der Rede besprechen. Und was soll ich machen? Du kaufst ein anständiges Kleid. Mensch, Obacht. Ist alles, was du zu sagen hast? Ja. Mit Absicht ist kein Versicherungsfall. Du hast mir gesagt, du bist der Erstgeborene. Und du wirst die Geschäftsführung übernehmen. Ja, ja, das werde ich auch. Red doch keinen Stuss. Eine Rede vor der ganzen Stadt und den Pappnasen aus dem Schwarzwald. Eine Antrittsrede wird das. Aber Mama tritt doch noch nicht ab. Dann schau sie dir doch an. Die pfeift aus dem letzten Loch. Und wenn sie geht, dann kümmert sich Anton ums Handwerk. Und Katrin ums Geschäft. Diese hinterhältige Schlampe schleimt sich vom Heimkind ganz nach oben. Du wirst zu Maman gehen. Und du wirst ihr sagen, dass du die Rede halten wirst. Reden halten ist nicht so meine Stärke. Ich will aber einen Mann, der Geschäftsführer ist. Kannst mir auch den Rücken einseifen. Willst du nichts lesen? Ja. Kann ich machen.
nicht im Wasser. Du hast es zusammengebaut, dann ist es im Wasser. Nicht im Wasser. Das muss repariert werden. Bei der Vorstellung, eine Rede vor so vielen Leuten halten zu müssen. Schlaf jetzt, mach dir keine Sorgen. Ich mach mir auch keine. Ja, guten Tag, du bist hier. Ich wollte fragen, ob ich mich für das Rhetorikseminar am Wochenende noch anmelden kann. Ausgebucht. Nur deine Kondition stärken. Wenn du dir von mir nichts helfen lassen willst, dann such dir einen anderen Hausarzt. Kannst mir gleich einen empfehlen, den rufe ich an. Gut mit ihr. Muss sie doch wissen. Das weiß jeder. Weigert sich, die Medikamente zu nehmen. Der Einzige, von dem sie sich was sagen ließe, ist Gottlieb. Der ist tot und hängt als Gemälde an der Wand. Eines Tages, da werde ich das Gemälde runterreißen und in Stücke da... Keine Angst, ich mach's ja nicht. Hey, Greta. Los. Jetzt rauf auf den Tisch. Du bist der Erstgeborene. Raus. Was willst du? Die Ausgaben für das Fest kriege ich noch im dritten Quartal unter. Das drückt die Vorsteuer. Prima. Und? Ich habe alles versucht. Kathrin hält die Rede. Es ist endgültig. Ich versuch's mal. Nachrichten bitte nach dem Piep. Liebe Frau Dobisch, Hubertus Hobbs freut sich, Sie bei seinem Rhetorikseminar begrüßen zu dürfen. Unterlagen schicken wir Ihnen per E-Mail zu, nachdem Sie den Rechnungsbetrag auf sein Konto überwiesen haben. Dankeschön. Du willst einen Rhetorikkurs machen? Ich muss jede Möglichkeit ausschließen, bei der Rede zu versagen. Weiß das Leonore? Erzähl ihr nichts davon. Das ist alles schon genug Aufregung und Stress für sie. Wenn sie erfährt, dass du auch noch die Schulbank drücken willst, um die Rede zu halten, dann steigt der Blutdruck, der Puls galoppiert und die nächste Herzattacke ist abzusehen. Aber ich muss ihr doch sagen, warum ich plötzlich nach Hamburg will. Amerika. Amerika. Sag ihr, dein Onkel aus Amerika kommt am Wochenende nach Hamburg und du möchtest ihn treffen. Ich habe keinen Onkel in Amerika. Du könntest einen haben. Das mache ich aber nicht.
das habe ich gehört. Immer wenn sich Ingo nicht durchsetzen kann, wendet er sich an dich. Weil ich überzeugende Argumente habe. Ich höre. An deiner Stelle würde ich die Delegation nicht im Krankenhaus begrüßen wollen. Dreimal täglich 10 Tropfen. Wochenende nach Hamburg fahren. Wieso das denn? Ich habe gerade erfahren, dass mein Onkel in Hamburg ist. Ich denke, du bist vollweise. Von einem Onkel habe ich noch nie was gehört. Bis gerade eben habe ich auch nichts von dem Onkel gewusst. Er lebt in Amerika. Er ist geschäftlich hier, nur ein paar Tage. Er möchte mich unbedingt kennenlernen. Ich bin seine einzige Blutsverwandte. Er ist mein Patenonkel noch dazu. Wie heißt er denn, dein Onkel? Otto. Otto Kowalski. Bring ihm eine Kuckucksuhr als Geschenk mit. Eine Lüge muss kurz und bündig sein. Dagegen hatte ich gerade verstoßen. Brot? Onkel Kowalski. Du wirst herausfinden, was sie in Hamburg will. Wie bitte? Wie soll denn das gehen? Der Detektiv spielen. Sherlock Holmes. Der war doch auch so ein Denker wie du. Hm? Ich weiß nicht. Kriegst du mir den Rücken ein? Der Regionalzug nach Hamburg-Altona steht auf Gleis 1 zum Einstieg bereit. Kuckucksuhr. Eingestellt und geprüft. 0,85 Sekunden. Na dann. Gute Reise. Was ist? Ich sollte mitkommen. Du hast hier genug zu tun. Zuallererst werde ich das Bett reparieren. Konzentriere dich auf das Wichtige. Ein Bett? In der man gut miteinander schlafen kann. Ist richtig. Die 0,8 Sekunden sind wichtiger. Gute Reise. Und ruf mich an, wenn du angekommen bist. Folgen Sie dem Taxi. So. Hey, Moment, ich muss noch mal kurz nachziehen. Das Rhetorikseminar um 10 Uhr? Ja. Ingrid Piffel ist mein Name. Guten Morgen.
Dobisch. Hätte Lothar den Taxifahrer mit einem Geldschein bezahlt, dann wäre er an der Tür achtlos vorbeigegangen. So aber hinkte er den Ereignissen um 1 Minute und 34 Sekunden hinterher. Hallo. Sie mir nicht wegnehmen. Überhaupt kein Recht hast du. Das Urteil vom Richter interessiert mich einen Scheiß! Sie ist doch meine Tochter! Ein guter Redner braucht Herz und Verstand, aber auch Stimme und Körpersprache. Letzteres ist Handwerk, was ich Ihnen an diesem Wochenende beibringen will. Mein Name ist Hubertus Hobbs, ich bin Ihr Rhetoriklehrer. Fangen wir also an mit einer deutlichen Aussprache. Einmal alle zusammen. Herzlich willkommen. Und nicht vergessen, schön in jedes einzelne Wort hineinbeißen. Frau Piffel. Plötzlich plappert Papas Papagei putzige Sätze. Putzige Sätze plappert Papas Papagei plötzlich. Nicht zu schnell werden. Nicht zu schnell werden. Herr Schaller. Echte Dichter dichten leichter bei Licht. Auch freche Fechter fichten bei Fichte. beim Mitternacht nicht. Frau Dobisch. Der dicke Dirk trug den dünnen Dirk durch den dicken, tiefen Dreck. Da dankte der dünne Dirk dem dicken Dirk, dass der dicke Dirk den dünnen Dirk durch den dicken, tiefen Dreck trug. Sehr schön. Sehr schön. Jeder soll uns verstehen. Auch der Zuhörer in der letzten Reihe. Und? Ja, naja. Frau Dobisch. Schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen, fort und fort. Und die Welt hebt an zu singen. Triffst du nur das Zauberwort? Thank you.
Freiwillige vor. Kleinen Moment. Bitte. Unsere Familie lebt die Tradition von Gottlieb Dobisch fort. Pünktlichkeit, Präzision, Perfektion. Nach 40 Jahren kann die Dobisch-Manufaktur mit Stolz behaupten, die genauesten Kuckucksuhren der Welt herzustellen. Was treibt uns an? Eine Gewinnmaximierung? Nein. Wir wollen lediglich in die Familie der Schwarzwalduhrenmanufakturen aufgenommen werden. Wir wollen, dass Gottlieb Dobisch heimkehren kann. Darf ich was sagen? Also, ich fand die Vortragsweise, also wie soll ich sagen, ich fand sie sehr, sehr sachlich. Also deutlich gesprochen und der Inhalt war auch sehr gut. Ich fand, das klang so unbeteiligt von Ihnen. Fazit, Ihre Vortragsweise war gefühllos, kalt und langweilig. Wollen Sie mich beleidigen? Die Wahrheit müssen Sie schon aushalten. Ich lasse mir doch von Ihnen nicht einreden, dass meine Rede schlecht gewesen ist. Wenn ich Ihnen helfen soll, müssen Sie schon meine Kritik annehmen. Kritik nehme ich von jemandem an, der Kompetenz ausstrahlt. Also jetzt werden Sie aber unverschämt. Sie verteidigen hier einen Mann, der sich jeden Abend sinnlos betrinkt. Das geht Sie doch überhaupt nichts an. Was mischen Sie sich denn in seine Privatangelegenheit? Ihr selbstgerechtes Getue, das geht uns hier auf die Nerven. Genau, kehren Sie doch erstmal vor Ihrer eigenen Haustür. Jawohl. Ja. Gut. Ich schlage vor, wir machen eine kurze Pause. Dann besprechen wir das Video Bild für Bild. Sie nehmen Stellung, wir nehmen Stellung auf einer sachlichen Ebene. Klingt das kompetent für Sie? Unsere Mechanik nähert sich der Perfektion eines Schweizer Uhrwerks von Jahr zu Jahr näher an. Um das zu erreichen, arbeiten wir Tag und Nacht. Was treibt uns an? Eine Gewinnmaximierung? Nein. Wir wollen lediglich in die Familie der Schwarzwalduhrenmanufakturen aufgenommen werden. Tja, Sie sehen selbst, das sind denkbar schlechte Voraussetzungen für eine gute Rede. An einem Wochenende kann ich da wenig verbessern. Dann lassen Sie es bleiben. Ich hätte gerne die Nummer von Hubertus Hobbs in Hamburg. Haben Sie auch seine Adresse? Momente im Leben eines Mannes, da will er allein sein. Dies ist so ein Moment, also ab! Warum wollen Sie springen? Weil ich ein Baum bin, der keine Wurzeln mehr hat. Und der kippt. Halt, warten Sie! Ich muss in 2 Wochen eine Rede halten, bei der ich nicht versagen darf. Sie müssen mir helfen. Sie werden versagen, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Sie können Ihren Sprung noch um 2 Wochen verschieben. Jetzt fühle ich mich aber in der richtigen Stimmung. Ich gebe Ihnen 500 Euro. Ach, was soll ich mit 500 Euro? 1000 Euro. Dann können Sie sich einen Anwalt nehmen und Ihre Tochter vielleicht wiedersehen. Das geht Sie nichts an. Das ist mein Leben. Ich will doch nur helfen.
Ich will 3000. Sind Sie verrückt? Ja. Sonst würde ich ja nicht hier oben stehen. Okay. Einverstanden. Machen wir einen Handschlagvertrag. Irgendwas kaputt gegangen bei Ihnen? Wirklich nicht? Wer von Ihnen beiden wollte nun Selbstmord begehen? Soll man Streichhölzer ziehen? Für ein kürzeres Ziel kommt in die geschlossene. Meine Katze ist aufs Dach abgehauen. Wir wollten sie runterholen. Jetzt sind wir hier unten und sie ist immer noch oben. Ist das wahr? Sie zittern ja. Ich mache uns ein gekochtes Bier. Das soll beruhigen. Entschuldigung. Okay. Macht nichts. Es ist schon spät. Es ist nie zu spät. Wie spät ist es denn? Im Schlafzimmer, seid weg. Wo ist das Schlafzimmer? Guten Morgen. Ich möchte zu Frau Dobisch. Oh, das tut mir leid, Frau Dobisch ist heute Morgen abgereist. Oh. Sind Sie ein Bekannter von Frau Dobisch? Ein Freund. Sie hat etwas bei uns vergessen. Können Sie ihr das zurückbringen? Selbstverständlich. Das ist nett, Dankeschön. Onkel Otto? Ich wollte den Vorfall der letzten Nacht vergessen. Aus den Augen, aus dem Sinn. Wir kommen daheim. Hattest du eine gute Reise? Wie war das Wetter? Hat es geregnet? Da hast du aber Glück gehabt. Im August hat Hamburg durchschnittlich 16 Regentage. Aus den Augen, aus dem Sinn. 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 So getrunken? Ich habe ein verdorbenes Fischbrötchen gegessen. Ich dachte, ein Schnaps würde wieder Ordnung im Magen schaffen.
Könntest du bitte fahren? Ich muss mich sofort hinlegen. Was hat Katrin in Hamburg gemacht? Ah ja, Katrin hat ihren Onkel getroffen. Was hat sie in Hamburg gemacht? Ich habe alles aufgeschrieben. Fein säuberlich. Können wir jetzt bitte fahren? Plan und Blumen. Hagenbecks Tierpark. Kunsthalle. Reeperbahn. Schummrige Striptease-Lokale. Nein, wirklich nicht. Ich schwör's, mein Goldkirchen. Hast du dich denn mit deinem Onkel gut verstanden? Ja, sehr gut. Wie ist er denn so als Mensch? Die Zeit war zu kurz, um das rauszufinden. Hat er sich über die Kuckucksuhr gefreut? Na, du kennst ja unsere amerikanische Kundschaft. Ja, immer hin und weg, wenn's Kuckuck macht. Abweichung. Eine Minute und 30 Sekunden. Ja, gestern Nacht hat sie wie ein Karussell verrückt gespielt. Um genau zu sein, von 23.45 Uhr bis 3.23 Uhr. Um 23.45 Uhr warst du doch sicher bei den Wasserspielen in Planten und Blumen. Um 23.45 Uhr lag ich im Bett. Und hast geschlafen? Und hab geschlafen. Aber am nächsten Morgen, da bist du doch sicher in Hagenbecks Tierpark gegangen. Wir waren in einem Café mit Tischen und Stühlen. Wo draußen keine Tassen, sondern nur Kännchen serviert worden, oder was? Was soll denn dieses Verhör, Greta? Ich frag doch nur das Interesse. Von uns kommt doch niemand in die große, weite Stadt, Maman. Muss das sein? Aus den Augen, aus dem Sinn, 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 aus den Augen, aus dem Sinn. Katrin? Du duschst schon 37 Minuten. Ich muss noch mal los, die Kuckucksuhr spielt wieder verrückt. Frau Dobisch, bitte. Wie lange ist es her? Vorgestern von 23.45 Uhr bis 3.23 Uhr. Lass mich raten. Dein Onkel, der Rhetoriklehrer. Hast du dich etwa in ihn verliebt? Nein. Ja, warum hast du dann? Ganz ehrlich. Absolut ehrlich. Es war pure Leidenschaft. Ja, er hat doch nicht nur mit dir geschlafen. Er hat dir hoffentlich auch etwas beigebracht. Mein Problem ist nicht der Inhalt der Rede. Sondern? Alles andere. Sagt er. Ich habe mich auf Video gesehen. Er hat recht. Sagst du. Was willst du dagegen tun? Auch Joggen löste das Problem nicht.
Das ist er, den kenne ich. Das ist Katrins Partneronkel, den habe ich mit der Uhr gesehen. Das ist Hubertus Hobbs und er wohnt in der Walter-Weber-Straße 19 in Hamburg. Und ich wette, die beiden hatten was miteinander. Soll ich wieder nach Hamburg fahren? Um mir wieder deine Lügenmärchen aufzutischen? Nee. Ich werfe einen Köder aus. Köder? Und wenn Herr Hobbs anbeißt, dann... Dann? Wirst du Geschäftsführer. Nach 30 Jahren, 4 Monaten, 22 Tagen, 17 Stunden, 39 Minuten und 48 Sekunden stand die Kuckucksuhr von Gottlieb Dobel still. Komm, geh kurz aus. Setz dich erstmal. Papalapap. Geh mich nicht setzen. Anton. Du kannst deinen Vater nicht enttäuschen. Du musst das wieder hinkriegen. Natürlich kriegt er das hin. Die Uhr wird ticken, wenn die Delegation kommt. Entschuldigung, zur Dobisch-Manufaktur. Katrin. Onkel Otto. Darf ich dir meine Familie vorstellen? Mein Ehemann Anton. Tag. Meine Schwiegermutter Leonore. Mein Schwager Luther. Und ich meine Schwägerin Greta. Du bist also Katrins Patenonkel. Ja, wenn Katrin das so sagt, dann wird das so sein. Ja. Wolltest du nicht längst wieder in Amerika sein? Er wollte euch noch kurz kennenlernen, bevor er wieder fliegt. Nein, so kurz und auch wieder nicht. Luther! Mutti, Onkel Otto kann doch seinen Flug verschieben und ein paar Tage bleiben. Ich könnte Ihnen mein Gästezimmer anbieten. Aber auf Reisen schläfst du doch immer im Wohnmobil. Ja, oder? Ja, da bin ich eisern. Ja, das kann er doch vor unserem Haus aufbauen. Am Wasser ist es viel schöner. Wo sie recht hat, hat sie recht. Komm, ich zeig dir den schönsten Stellplatz Norddeutschlands. Heute Abend, Abendessen, 19 Uhr. Pünktlich sein. Links, rechts, geradeaus. Fest nach rechts auf den Autobahn zu bringen. Hey, was soll das? Ich habe einen Ölwechsel gemacht. Ich habe super getankt, nur um zu dir zu kommen. Was machst du hier? Das fragst du mich? Hat Leuwrig dich geschickt, damit du mich unterrichtest, oder was? Du warst das. Du höchstpersönlich. Hast du den Brief vergessen, den du mir geschickt hast? Ich hab dir keinen Brief geschickt. Doch, hast du. Erst will ich genau wissen, was hier los ist. Okay. Ich sag dir alles. Also nochmal von vorne. Links. Rechts. Geradeaus. Links. Komm sofort zu mir, ich kann nicht mehr ohne dich leben. So einen Quatsch schreibe ich nicht. Der ist nicht von mir. Du kannst also wieder fahren. Du brauchst Hilfe. Aber du kannst nicht hierbleiben. Wir haben einen Handschlagvertrag. Bitte, steig in ein Wohnmobil und fahr zurück nach Hamburg. Ich kann das Geld gut gebrauchen. Bitte fahr nach Hause. Also gut. Ich bleibe zum Abendessen und fahre morgen früh. Einverstanden? Guten Tag. Ich bin Dr. Leuwerick. Sie haben den Onkel aus Amerika erfunden. Sie sind gut informiert. Ich soll Sie zum Abendessen abholen.
Und Sie haben meine volle Unterstützung, wenn Sie Katrin bei der Rede helfen wollen. Wenn Sie aber etwas anderes wollen. Ach, was könnte das sein? Von 23.45 Uhr bis 3.23 Uhr. Das ist nicht spurlos an Katrin vorübergegangen. Sie sind auch gut informiert. Hören Sie, als Katrins Eltern starben, war sie 4. Sie wäre mit Sicherheit auf die schiefe Bahn geraten, wenn sie im Heim geblieben wäre. Leonore hat sie aufgenommen, ausgebildet und gefördert. Katrin gehört zu dieser Familie, also verwirren Sie sie nicht. Wie weiß sie nicht? Blumen? Blumen bereichern das Leben. Guten Abend allerseits. Setzen Sie sich bitte woanders hin. Oh, meine geht nach. Ach du, danke, ich nehm's nicht so genau. Pünktlichkeit und Präzision führen hin zur Perfektion. Eine Alliteration? Nein, eine eiserne Regel, durch die diese Familie geworden ist, was sie ist. Ist dieser Zustand erstrebenswert? Prost! Der ist gut, gut. Sie sprechen akzentfrei Deutsch, Frau Amerikaner. Ich bin kein Amerikaner. Ach, dann sind Sie nach Amerika ausgewandert? Nein, bin ich nicht. Dann leben Sie teils in Amerika und teils woanders? Nein, ich wohne in Hamburg. Nur in Hamburg. Erklär mir das. Ich heiße auch nicht Otto, sondern Hubertus. Hubertus Hobbs. Aber das weißt du ja schon. Ich bin Rhetoriklehrer. Katrin hat am Wochenende einen Kurs bei mir belegt, um sich auf ihre Festrede vorzubereiten. Seit wann belügst du mich? Jetzt sind Sie dran. Wir waren stehen geblieben bei, seit wann belügst du mich? Keine Lüge. Eine zweckmäßige Verschleierung von Tatsachen. Ich dachte, diese Aufregung, dieser Stress, deine Gesundheit könnte in Mitleidenschaft Eigentlich möchte ich nicht mit jemandem am Tisch sitzen, der mich belügt. Frau Dobisch, wir ziehen hier an einem Strang. Ich bin hergekommen, um Katrin weiterhin rhetorisch zu coachen. Hat er dich in seinem Schlafzimmer gecoacht? Was sind denn das für ekelhafte Unterstellungen? Pärchen überlebte Sturz vom Dach. Maman? Das kannst du mir sicher erklären, Katrin. Die haben das geschrieben, weil es spektakulärer klingt als ein misslungener Selbstmord. Katrin hat mich gerettet, sonst wäre ich gesprungen. Meine Ex-Frau hat vor Gericht eingeklagt, dass ich kein guter Umgang für unsere Tochter bin. Sie hat Erfolg damit. Ich darf meine Miriam nicht mehr sehen. Ich bin ein Mensch ohne Familie. Ein Mensch, der ohne Sinn und Verstand in den Tag hineinlebt. Ein Mensch, der sich mit sowas benebelt. Ja, danke für Ihre Offenheit. Und Katrin, dein Perfektionismus ehrt dich. Du hast viel von mir gelernt. Ich möchte, dass Sie weiterhin mit Katrin an der Rede arbeiten. Sie haben ein volles Vertrauen. Beruhig dich. Rita! Verschwinde! Rita, komm mal. Rita! Ein kluger Schachzug von mir, die Wahrheit zu sagen.
ist das die Wahrheit? Meine Kuckucksuhr dreht von 23.45 Uhr bis 3.22 Uhr durch. Du bist verwirrt. Gib's zu. Du bist betrunken. Deshalb rede ich ja so offen mit dir. Soll ich ihn ins Gästezimmer verfrachten? Du musst Lothar schlafen. Dann bringe ich ihn in sein Wohnmobil. Unterricht beginnt pünktlich, aber nicht früh. Das war nicht so gemeint. Was? Ah ja, ich... schon vergessen. Warum wohnst du seit Jahren in der Praxis? Arbeiten und Leben ist für mich dasselbe. Ich brauche keine Wohnung. Wozu? Für eine Familie? Ja. Ja, das stimmt. Vielleicht hätte ich eine Wohnung, wenn ich damals den Mut aufgebracht hätte und dir einen Antrag gemacht hätte. Dann hätte nämlich beim Wäscheaufhängen Gottlieb den Ehering an deinem Finger gesehen und er wäre auf sein Fahrrad gestiegen und wieder davon geradelt. Mein Gott, du bist immer noch eine schöne Frau. Wenn das Versprechen, das du einem Toten gegeben hast, erfüllt ist, darf ich dann hoffen? Ja, hoffen. Dass sich etwas in unser beider Leben verändern wird. Gute Nacht, Ingo. Gute Nacht. Spät. Das Auto ist nicht mehr angesprungen. Du musst jetzt die Zündkerzen wechseln. Das ist schlimm, wenn eine Ehe in die Brüche geht. Ich meine die Ehe von Hobbs. Ja, schlimm. Das ist schlimm auch für die Kinder. Besonders schlimm. Das ist fast besser, man hat keine Kinder. Dann ist alles einfacher. Katrin? Ja? Bist du glücklich? Warum fragst du mich das? Weiß ich nicht, ist mir gerade so in den Sinn gekommen. Bist du glücklich? Natürlich bin ich glücklich. Warum sollte ich nicht glücklich sein? Ich bin glücklich. Wollte ich nur wissen. Gute Nacht. Gute Nacht. Wo willst du hin? Ich weiß jetzt, wie ich die Rathausuhr wieder in Gang setzen kann. Ich werde sie einfach in ihre Einzelteile zerlegen. Und dann nach Papas Bauplänen wieder zusammenbauen. Ich werde wahrscheinlich rund um die Uhr arbeiten müssen. Am besten, ich fange jetzt schon mal damit an. Du
Abweichungswert 0,82. Wartung und Reparatur 2. Fertigung 145. Halt! Warum bist du nicht bei deinem Rhetoriklehrer? Du brauchst mich doch hier. Appalapap. Aber ich brauche ihn nicht. Das kann doch nur er entscheiden. Er ist der Profi. Also geh hin. Es ist doch wichtig für dich. Und denk bitte dran, die Delegation kommt in 5 Tagen. Hm? Tschüss. Hallo? Bist du nüchtern? Nur das eine Bier zum Frühstück. 3000 Euro. Also, fangen wir an. Soll ich mich hinsetzen oder stehen bleiben? Ich kann dir nicht helfen. Dein Problem ist nicht das Handwerk. Dein Problem ist... Du bist nicht glücklich. Und wer nicht glücklich ist, kann keine überzeugenden Reden halten. Du kannst doch nichts dafür. Du lebst in einer Familie, die sich einem Toten verpflichtet fühlt. Du hast dich angepasst. Du kommst einmal zum Abendessen, besäufst dich und schon weißt du Bescheid. Du kennst meine Familie nicht. Aber ich kenne dich. Von 23.45 Uhr bis 3.23 Uhr warst du ein glücklicher Mensch. Komm, lass uns abhauen. Wir steigen ins Wohnmobil und sind weg. Du irrst dich. Ich bin zufrieden. Und ich bin glücklich. Okay. Dann packe ich meine 7 Sachen und bin weg. Aber erst zeigst du mir ein Foto, auf dem du glücklich bist. Es gibt keine Fotos. Keine Ausreden. Jeder Mensch hat Fotos. Seit Gottlieb tot ist, werden keine Fotos mehr gemacht. Was? Hilf mir. Hobbs ist einsam. Er liebt dich nicht. Er klammert und will dich von deiner Familie trennen. Trotzdem hat er recht, das weißt du. Wir leben in einem Totenhaus. Wenn der Verband den toten Gottlieb aufnimmt, dann wird alles anders. Bist du sicher? Ja, ich hoffe es. Hoffnung ist keine Sicherheit. Mir ist die Hoffnung ein treuer Freund geworden. Das reicht mir nicht. Glaube, Liebe, Hoffnung. Ich muss los. Er wartet um Mitternacht an der Kreuzung auf mich. Kannst du den Anton geben? Nein. Musst du ihm selber sagen, was da drin steht. Anton? Gut, pass auf.
Von da unten sieht es gefährlicher aus als von hier oben. Kommst du gut voran? Geht so. Warum holst du dir keinen Arbeiter aus der Firma? Ach nee. Nee, die bringen mir hier alles durcheinander. Katrin? Katrin? Alles noch dran? Dann mach ich mal lieber was drauf. Weißt du noch? Das Hotel hieß irgendwas mit Vista. Da gab es ein Problem mit der Buchung. Die Nacht, die haben wir dann an einer überdachten Bushaltestelle verbracht. Und am nächsten Morgen hat dann gegenüber dieses Café aufgemacht. Dieser alten Italienerin. Die hat uns gewunken. Uns reingebeten, Cappuccino gemacht. Das war der beste Cappuccino, den wir in unserem ganzen Leben getrunken haben. Und das Bild da hat dann der Mann von der Frau gemacht. Das ist das einzige Foto von unserer Hochzeitsreise. Jetzt muss ich weiterarbeiten. Anton? Gute Nacht. Gute Nacht. Was stehen Sie hier noch rum? Hoffnung, dass sie doch noch kommt? Ja, das kenne ich. Gute Fahrt. Was hast du dazu zu sagen? Was ist in Hamburg passiert? Anton, ich... So, kann ich dann weiterarbeiten? Anton, hör mir zu. Ich werde doch sonst nicht fertig. In Hamburg. Ich habe mit ihm geschlafen. Es ist passiert. Aber es ist vorbei. Anton! Halt! Du bleibst hier. Du bist hiermit fristlos entlassen und ich werde Anton raten, die Scheidung einzureichen. Und ich bedauere die Sentimentalität, dich in meiner Familie aufgenommen zu haben. Für die Familie war ich gestorben.
Anton brach jeden Kontakt zur Außenwelt ab und arbeitete nur noch an der Kuckucksuhr. Bitte, versöhn dich wieder mit Katrin. Und lass sie die Rede halten, bitte. Ich habe dich durchschaut. Ein Leben nach der Aufnahme in den Verband kommt für dich nicht in Frage. Du willst endlich neben ihm im Grab liegen. Aber will Gottlieb auch, dass du neben ihm liegst? Hey Gottlieb, willst du deine Leonore nicht endlich wieder lachen sehen? Willst du nicht eine glückliche Familie haben? Hör auf damit! Dein Versprechen, das du ihm gegeben hast, ist zu einem Fluch geworden. Glaubst du, das ist ihm recht? Ich bin fertig und schon wieder weg. Willst du unbedingt von diesem Dach springen? Weil ich mit dem Sprung von diesem Dach schon Erfahrung habe. Warte! Ich habe vergessen, die Feuerwehr zu rufen. Papa? Miriam. Das ist Miriam, meine Tochter. Hallo Miriam. Wer ist die Frau? Das ist Katrin. Sie wollte uns besuchen. Ich bin im falschen Stock aus dem Aufzug gestiegen. Hier gibt's doch gar keinen Aufzug. Miriam, Papa muss sich jetzt ein bisschen konzentrieren, ja? Katrin. Deine Tochter darf dich wieder besuchen. Ich habe dem Richter ein ärztliches Attest geschickt, dass ich keinen Alkohol mehr im Blut habe. Und in therapeutischer Behandlung bin. Trink. Was ist das? Gekochtes Bier. Das beruhigt. Schmeckt's? Komm, trink trotzdem. Katrin ist bei mir. Wo wohnt dieser Hobbs? Was hast du vor? Ich werde Katrin zurückholen. Oh, das hört sich handgreiflich an. Ich komme mit. Katrin da? Die schläft noch.
Katrin? Katrin? Bist du wach und aufnahmefähig? Bitte? So, das war dafür, dass Sie meine Frau verführt haben. Alton, was war das denn? Ich hatte den Champagner kaltgestellt. Ich hatte Nina Simone aufgelegt, aber du hast... Du hast das alles gar nicht bemerkt. Ich hab nicht richtig gezickt. So, jetzt genug Versöhnung gefeiert. Die Delegation kommt in 2 Stunden und muss deine Rede halten. Ich bin noch gar nicht umgezogen. Wie lange haben wir noch? Knopf zu. Keine Silbe verschwunden. Ja. Wo ist Anton? Keine Ahnung. Am 10. Oktober um 14.45 Uhr, pünktlich auf die Sekunde, traf die Delegation auf dem Rathausplatz ein. Die Uhr stand immer noch still. Meine Damen und Herren, ich freue mich. Entschuldigung, es ist zu weit. Du bleibst jetzt mal hier. Sehr geehrte Damen und Herren, Pünktlichkeit, Präzision, Perfektion. Seit 39 Jahren, 11 Monaten, 14 Tagen und... Tja, das war's dann wohl. Vom Bindelverbiet. Die Rede gilt sowieso nicht mehr. Ja, was soll ich sagen? Ist das Brandeisen da drin? Ja. Als Vorsitzender des Verbandes der Schwarzwalduhrenhersteller überreiche ich der Dobisch-Manufaktur unser Verbandssiegel.
Mission erfüllt. Ich hoffte von ganzem Herzen, dass Leonore die richtige Entscheidung treffen würde. Wir brauchen das nicht mehr. Ich hab's vermasselt. Ach was. Ich glaube, jetzt baue ich sie einfach noch mal komplett auseinander und dann wieder zusammen. Lass mal. Sonst bellt sie vielleicht noch. Oder sie gackert. Oder sie klappert wie ein Storch. Weißt du, manchmal sind Uhren auch nur Menschen. Was im Dachstuhl von 15.30 Uhr bis 16.53 Uhr geschah, das weiß nur der Kuckuck. Es führte dazu, dass die Dobisch-Manufaktur auch in der dritten Generation im Familienbesitz bleibt.